Teresia Moria è stata insignita dei maggiori premi letterari tedeschi. Eppure ci si è chiesti se lei facesse veramente parte della letteratura tedesca. È nata in Ungheria, in una famiglia della minoranza linguistica tedesca ed è cresciuta in modo bilingue. Ha letto tutta la letteratura del mondo nella sua giovinezza in traduzione ungherese. Ai primi degli anni 90 si trasferisce a Berlino, dove vive tutt'oggi come autrice e come traduttrice di opere letterarie ungheresi. Alle Tage, tutti i giorni, il libro di cui trattiamo oggi è il suo primo romanzo ed è del 2004. Ha come protagonista Abel Nema, un giovane uomo che subito dopo la maturità lascia la sua propria città alla ricerca di molte cose. Prima di tutto ha vissuto una delusione amorosa perché il suo amore confessato al suo amico di lunga data dell'infanzia e della giovinezza non è stato corrisposto. Allo stesso tempo il padre della famiglia, suo padre, ha abbandonato la famiglia senza dire dove è andato e quindi è sparito. Quindi Abel Nema parte alla sua volta prima alla ricerca del padre e quindi incontra le ex mogli del padre e che gli raccontano una parte della storia di questo uomo alla cui ricerca lui è. Però poi lui si trasferisce in una città in Occidente di nome B, presumibilmente Berlino, e lì si svolge l'azione del libro e la sua vita. Abel Nema è una persona che affascina tutti, a cui si interessano tutte le donne, le persone intorno a lui, un professore si adopera per procurargli delle borse di studio, ma lui stesso rimane sempre estraneo, sempre lo straniero in tutti i contesti, sia quando si trova in connazionali che in quegli anni vengono in grandi numeri a Berlino e quindi c'è una grande comunità di persone dai Balcani che rende molto internazionale questa città e dove lui conosce molte persone, che anche loro poi si adoperano per aiutarlo, ma lui non riesce ad interessarsi di nessuno di loro. Anche la donna tedesca che poi se lo sposa per procurargli documenti validi, perché lui non ne ha più, visto che lo stato di cui lui proviene non esiste neanche più, anche lei, non, lui non riesce ad amarla, anche se lei alla fine lo ama. Abel Nema invece riesce a interessarsi di lingue. Impara sempre da solo, evitando le altre persone ed evitando il contatto con le altre persone, 10 lingue e lavora come traduttore. Il romanzo si potrebbe paragonare con tanti altri romanzi di formazione, con l'Odissea, alcuni hanno anche paragonato con Melville, e quindi a tanti livelli di lettura è un romanzo politico anche perché si viene a sapere anche tante cose delle perso dei personaggi e delle loro liti che compongono questa varia umanità delle persone che sono a Berlino e che provengono dall'est europeo, dall'ex Jugoslavia, dall'Ungheria. Ed è un romanzo anche sull'amore sulla lingua, perché quello che com accomuna tutti è una lingua. Anzi, lui ne parla 10, però comunque non riesce a comunicare il suo amore per altre persone, non riesce ad interessarsi. Però il romanzo in se stesso è una dichiarazione d'amore alla lingua e alle persone che vanno alla ricerca della lingua. Passo la parola a Teresia Mora. Teresia Mora, alle Tage. Nennen wir die Zeit jetzt, nennen wir den Ort hier, beschreiben wir beides wie folgt. Eine Stadt, ein östlicherer Bezirk davon. Braune Straßen, leere oder man weiß nicht genau womit gefüllte Lagerräume und vollgestopfte Menschenheime. Im Zickzack an der Bahnlinie entlanglaufend, in plötzlichen Sackgassen an eine Ziegelsteinmauer stoßend. Ein Samstagmorgen, seit kurzem Herbst. Kein Park, nur ein winziges, wüstes Dreieck, sogenannte Grünfläche, weil etwas übrig geblieben war am spitzen Zusammenlaufen zweier Gassen, so ein leerer Winkel. Plötzliche Böen frühmorgendlichen Windes, das kommt von der zerklüfteten Straßenstellung, so ein soziales Gebiss,
rütteln an einer hölzernen Scheibe, einem alten oder nur so aussehenden Kinderspielzeug, das am Rande der Grünfläche steht. Daneben der freischwebende Tragering eines Mülleimers. Der Eimer selbst fehlt. Einzelner Abfall liegt im nahen Gestrüpp, das es in Anfällen von Schüttelfrost loszuwerden versucht, aber es fallen meist nur Blätter klappernd auf Beton, Sand, Glasscherben, ausgetretenes Grün. Zwei Frauen und wenig später noch eine. Auf dem Weg zu oder von der Arbeit schneiden hier die Ecke ab, trampeln über den Trampelpfad, der das Gras in zwei Dreiecke teilt. Einer der Frauen, eine Korpulente, zieht im Vorbeigehen zwei Finger über den Rand der hölzernen Scheibe. Der Scheibenfuß quietscht auf, es hört sich an wie der Schrei eines Vogels. Oder vielleicht war es wirklich ein Vogel, eine von den Hunderten, die über den Himmel ziehen. Starre. Die Scheibe dreht sich torkelnd. Der Mann habe auch irgendwie wie ein Vogel ausgesehen oder eine Fledermaus, aber eine riesige, wie er da hing. Seine schwarzen Mantelflügel zuckten manchmal im Wind. Zuerst dachten sie, sagten die Frauen später aus, jemand hätte nur seinen Mantel dort vergessen, auf dieser Teppichklopfstange oder was das ist, ein Klettergerüst. Aber dann sahen sie, dass Hände heraushingen, weiße Hände. Die Spitzen der gekrümmten Finger berührten fast den Boden. An einem Samstagmorgen zu Herbstbeginn fanden drei Arbeiterinnen auf einem verwahrlosten Spielplatz im Bahnhofsbezirk den Übersetzer Abel Nehmer kopfüber von einem Klettergerüst baumelnd. Die Füße mit silbernem Klebeband umwickelt, ein langer schwarzer Trenchcoat bedeckte seinen Kopf. Er schaukelte leicht im morgendlichen Wind. Größe circa sehr groß, Gewicht circa sehr dünn, Arme, Beine, Rumpf, Kopf schmal, Haut weiß, Haar schwarz, Gesicht länglich, Wangen länglich, Augen schmal, Tränensäcke beginnend, Stirn hoch, Haaransatz herzförmig, Augenbraue links tief, Augenbraue rechts hochgezogen, ein mit den Jahren zunehmend asymmetrisch gewordenes Gesicht mit einer wachen rechten und einer schlafenden linken Seite. Ein nicht schlecht aussehender Mensch, aber gut, auch das ist etwas anderes. Zwischen abheilenden älteren Blessuren ein halbes Dutzend neue, doch abgesehen davon, etwas ist jetzt doch anders, dachte seine Frau Mercedes, als man sie später ins Krankenhaus rief. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich ihn das erste Mal schlafen sehe. Eigentlich nicht, sagte der Arzt. Wir haben ihn in ein künstliches Koma versetzt, bis wir wissen, wie es um sein Gehirn steht. Und weil es auch ein Gewaltdelikt ist, schließlich kann man sich, und sei man noch so fähig, nicht selbst in so eine Lage bringen, stellt auch die Polizei Fragen, wann man seinen Mann das letzte Mal gesehen habe. Mercedes schaut lange in das Gesicht. Ich hätte bald gesagt, wenn ich es mir recht überlege, noch nie. Aber dann sagte sie doch, das war vor bei unserer Scheidung. Maria von der Gnade der Gefangenenbefreiung, sagte Tatjana zu Erik. Unsere Freundin Mercedes hat eine Art Genie oder was aus Transsilvanien oder wo geheiratet, den sie aus dem Feuer oder so ähnlich gerettet hat. Eigentlich, sagte Mercedes Mutter Miriam, ist alles in Ordnung mit ihm. Ein höflicher, stiller, gut aussehender Mensch und gleichzeitig ist nichts in Ordnung mit ihm, wenn man das auch nicht näher benennen kann. Etwas ist verdächtig, die Art, wie er höflich, still und gut aussehend ist. Aber vielleicht ist das so, wenn man hochbegabt ist. Was heißt hier hoch? Nun gut, er kann was. Ein paar Sprachen, angeblich. Denn in der Praxis hört man kaum einen Satz von ihm. Das mag ein Symptom sein, aber die Ursache ist es nicht. Er hat die gleichen Probleme wie jeder Emigrant. Er braucht Papiere und er braucht Sprache, sagte zu einem früheren Zeitpunkt Professor Tibor B. zu seiner damaligen Lebensgefährtin Mercedes. Letzteres hat er so gelöst, dass er einfach perfekt geworden ist. Und das gleich 10-mal, und zwar so, das glaubt man einfach nicht, dass er den Großteil seiner Kenntnisse im Labor erworben hat, so wie ich es sage, von Tonbändern.
Es würde mich nicht wundern, wenn er nie mit einem einzigen lebenden Portugiesen oder Finnen gesprochen hätte. Deswegen ist alles, was er sagt, so, wie soll ich sagen, ohne Ort. So klar, wie man es noch nie gehört hat. Kein Akzent, kein Dialekt, nichts. Er spricht wie einer, der nirgends herkommt. Ein Glücksbild, sagte jemand namens Konstantin. Ich sage zu ihm, du bist ein Glücksbild. Da schaut er mich an, als hätte er kein Wort verstanden. Dabei soll doch das doch nicht wahr seine Spezialität sein. Wobei ich persönlich denke, seine eigentliche Spezialität ist es, dass sich Menschen für ihn interessieren, und zwar ohne, dass er auch nur das Geringste dafür tut. Man macht sich Gedanken über ihn und ärgert sich hinterher, weil sich herausstellt, dass er einem die ganze Zeit, während man auf ihn eingeredet hat, nur auf den Mund geschaut hat, als besäße allein die Art und Weise, wie man die Frikative bildet, Wichtigkeit für ihn. Der ganze Rest, die Welt mit Mann und Maus, interessiert ihn nicht die Bohne. In der Welt leben und nicht in der Welt leben. So einer ist er. Immer etwas Etipetete, so ein Rühr mich nicht an. Aber du täuscht mich nicht. Dein Name verrät dich. Nema, der Stumme, verwandt mit dem slawischen Nemetz. Heute für der Deutsche. Früher für jeden nicht slawischer Zunge, für den Stumm also, oder anders ausgedrückt, den Barbaren. Abel, der Barbar, sagte eine Frau namens Kinga und lachte. Das bist du. Schlicht und ergreifend Trouble, sagte Tatjana. Das sieht man auf den ersten Blick, es sei denn, man ist blind, es sei denn, man ist Mercedes. Im Wesentlichen, sagt sie, sei es eine Scheinehe. Das sind ihre Worte, im Wesentlichen eine Scheinehe. Womit er beide seine Probleme gelöst hätte, gratulieren wir. Und was sie anbelangt? Eigentlich war bis kurz vor Schluss alles normal. Das Wochenende vor seiner Scheidung verbrachte Abel wie meistens im Wesentlichen zu Hause. Er fing gegen 4 Uhr morgens an, lockte sich ein, durchkämmte die üblichen Quellen nach den üblichen Meldungen, kopierte und überschrieb sie direkt. Am Nachmittag schlief er einige Stunden, erwachte mit dem Sonnenuntergang, ging hinaus auf den Balkon, um ihn sich anzusehen. Unter ihm, hinter der Ziegelsteinmauer, zogen die Eisenbahnwaggons hin und her, wie Kugeln auf einem Abakus. Später, es war schon dunkel, kamen immer mehr Autos in die Sackgasse gefahren, reihten sich dicht an der Mauer auf, bis kein Platz mehr war. Später kommende wendete mühselig das Geräusch sich auf Pflastersteinen drehenden Hartgummis. Dazwischen das Klackern der Absätze, die dicht vor den erschrocken aufblitzenden Scheinwerfern die Straße querten. Der Laden am geschlossenen Ende der Sackgasse heißt Klapsmühle. An 5 Tagen der Woche feiern sie dort mit einer scheinbar nie nachlassenden Vehemenz Arbeit und Feste Tag für Tag, die Wellen der Drums wie plötzliches Donnern durch die Straße, wenn die Tür auf und zu geht, dann wieder abrupt Stille. Später ließ der Lärm draußen nach. Er setzte sich vor den Computer. Später läuteten die Glocken zweier nahe Kirchen. Er zog die Rollos an den Fenstern herunter, damit das Licht den Bildschirm nicht ausblendete. Später, die 4 Zahlen in der rechten unteren Ecke des Bildschirms zeigten einen mittleren Nachmittag an. Neben einer scheinbar rotierenden kleinen Erdkugel stand unbekannte Zone. Klingelte das Telefon. Hallo Mutter. Ihr Name ist Mira. Das letzte Mal haben sie sich vor 13 Jahren gesehen, kurz bevor sie ihm die Flucht vor der Einberufung ermöglichte. Seitdem telefoniert man einmal im Monat, meistens sonntagnachmittags. Ich rufe dich zurück. Gut. Sie legt auf, er ruft zurück, fragt, wie es ihr gehe. Sie sagt, ihr gehe es gut. Sie schweigen ein wenig. In der Leitung klackt und piept es. Das macht es die ganze Zeit, klappen und piepen, eine öffentliche Zelle. Er fragt, ob sie auf die Zelle habe warten müssen. Sie sagt ja, aber nun würde es besser. Die Nachrichten haben angefangen. Sie hat den Blick auf 3 Fernseher hinter Vorhängen. Ob es schon dunkel bei ihnen sei? Noch nicht ganz. Klack, piep. Lag. Hör mal, sagt Mira,
Sie müsse ihm etwas sagen, genauer etwas korrigieren, das ich ihm früher einmal gesagt habe. Neuerdings ruft sie an und korrigiert Sachen. Meine Mutter ist eine Lügnerin. Nicht notorisch, nur aus Fantasie und Solidarität. Sie drückt ihr Mitgefühl in Form von Lügen aus. Ja, ich weiß, wovon Sie reden. Auch wir hatten Juden in der Familie. Wir hatten nie Juden in der Familie. Ich weiß, sagt Abel, auch keinen Flugpionier, keinen Partisanen. Sie selbst wurde nie von einem bösen Professor in eine radioaktive Kammer eingesperrt und war auch nie Zeugin einer Haifischattacke. Ich weiß, sagt Abel, ich weiß. Diesmal sagt sie, ginge es um was anderes. Sie sagt, sie habe Elia gesehen. Wen? Deinen Freund, Elia. Schweigen. Anfangs, sagte sie, die Stadt sei im Wesentlichen dieselbe geblieben, abgesehen davon, was kaputt sei, das Hotel, die Bibliothek, die Post, einige Geschäfte, sei alles noch, wie es war. Außer den Menschen. Man habe den Eindruck, es gebe noch mehr von ihnen als vorher, aber als hätte man, ein Wunder oder ein schlechter Scherz, über Nacht die gesamte Bevölkerung ausgetauscht. Überall nur fremde junge Männer. Kommen von den Dörfern oder wer weiß woher, werden neu geboren. Es war Krieg, sagt Abel. Ja, ich weiß. Später fing sie an zu erzählen, sie sehe nun öfter auch Bekannte. Von einigen heiße es zwar, sie seien tot oder in Deutschland, aber sie habe sie gesehen, ging auf der Straße, trug eine Papiertüte, ich bin mir sicher, das war er. Er wohnt bloß nicht mehr da, wo er früher gewohnt hat. Elia, sagt sie, habe sie sogar gesprochen, leibhaftig. Er sei zu ihr gekommen, er musste eine Weile suchen, weil auch sie nicht mehr dort wohne, wo sie vorher gewohnt habe. Er habe einen Bart gehabt wie ein Mönch. Sagt Abel und setzt sich im Stuhl zurecht. Er sagt seiner Mutter, dass Elia vor einem Jahr für tot erklärt worden sei. Ich weiß, sagt Mira, das war ein Irrtum. Pause. Und hat auch was gesagt. Er hat gefragt, wie es mir geht. Dann hat er nach dir gefragt. Ich habe ihm gesagt, wo du jetzt lebst. Da hat er gelacht und hat gesagt, na, wenn das kein Zufall ist, er fliege genau dahin, schon morgen. Hörst du? Er könnte morgen schon da sein.